Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar von Outrageous Third, was ewig braucht, um zu starten, heißt es. Ich habe das Gefühl, die Valgames-Projekte, müssen wir ein bisschen leiser machen, die Valgames-Projekte werden immer größer, die brauchen zum Hochfahren, zum Starten halt immer länger. Das ist schon echt, ja, bemerkenswert. So, Outrageous Third, End of Days. Wo ich gehört habe, der letzte Teil der Serie, was ich sehr schade finde, weil ich die irgendwie, hätte mal hier so einen eigenen Charme. Ein halbes Jahr später, nach Chaos Niederlage. Also ein halbes Jahr nach dem zweiten Teil, gehe ich davon aus, weil Chaos hat ja zwei Niederlagen, dem guten alten Daiken zu verdanken. Setzt mein Heldentourette wieder ein. Daiken! Vergangenheit, Schloss der Vergangenheit. Was? Wir sind jetzt ein halbes Jahr in der Zukunft, um von dort aus die Vergangenheit zu sehen. Oder was? Egal, nehmen wir das einfach mal so hin. Das Buch gefällt mir. Es enthält eine schaurig düstere Geschichte. Ich bin ja eine Dämonin und ich muss düstere Geschichten mögen. Die Heldin ist nur so ekelhaft nett die ganze Zeit. Na egal, die blöde Fotze wird bestimmt noch draufgehen. Auch ein bisschen vulgär. Aber von Valgames sind wir einen härteren Umgangston gewohnt. Liegt die da in einer Kuscheldecke auf dem Knochenthron und hat da, keine Ahnung, ein Pina Colada zu stehen? Irgend so ein eklig rosanes Getränk? Was? Pina Colada ist nicht rosa. Egal. Was zum Teufel war das jetzt? Rums. Rums. Was passiert hier? Welche Sau hat da Langeweile, mich zu stören? Welche Sau hat da Langeweile, mich zu stören? Das ist auch wieder so ein Satz, der wahrscheinlich aus drei Sätzen zusammengestückelt wurde, damit er in diese Textbox passt. Ich kann eine unbekannte Aura in diesem Raum spüren. Klingt. Das kommt irgendwie bekannt vor, das Setting. Obscura! Hallo, es zeigt euch schon. Was ist denn Werwölfe? Wer auch immer ihr Mistviecher seid. Verpisst euch! Oh ja. Das ist gleich der erste Safe Spot. Easy. Wir haben hier so eine Säule, wir haben drei Feinde. Wow, wow! Wir haben eine zweite Säule und wir haben drei Feinde. Bam. Pro-Tipp bei Valgames, die D-Taste hämmern, bis die Finger bluten. Das war's schon? Langweilig gewesen. Aber woher kamen die? Dann lese ich jetzt mal. Ja, ja, klasse, genau. Was hat denn da den Boden jetzt gerade zerstört? Jetzt zum Teufel greift mein Schloss an. Ich muss hier schnellstens raus, bevor alles einstürzt. Ein Glitzernebel. Ah ja, der heilt uns und wir können erneut speichern. Okay, viele Speicherpunkte. So, gucken wir mal. Erstmal durch den 6 Seiten Hilfe. Seit Chaos Niederlage. Vor einem halben Jahr scheint die Vergangenheit und Gegenwart gesichert. Ah ja, stimmt. Wir erinnern uns ja, dass Chaos das immer mischepumpen will und Daiken das ja immer verhindert. Doch dann erschüttert eine gewaltige Explosion die Ruhe im Schloss der Verdammnis. Unheimliche Schatten tauchen auf und Verena muss sich einen unbekannten Gegner stellen. Ja, das haben wir jetzt schon gemerkt. Der Rat des Chaos ist aktiv geworden und beschließt, die Zerstörung des Gleichgewichts in die eigenen Hände zu nehmen. Das Ende aller Tage rückt näher. Der Rat des Chaos. Okay. Level 2. Ja, ich rate jetzt mal ins Blaue, dass es immer noch nicht Sprinten ist, sondern dass Shift Sprinten ist, so wie in jedem anderen Bell-Game. Aber ansonsten ist die Steuerung soweit bekannt. 3. Daiken Special Move. Demon Fury, Demon Blast, Demon Guard. Breite Klingenwelle, gewaltige Explosion, Schutzschild. Kathrines Special. Home Blaze, ein Flammenball. Obwohl da Home Run steht. Unternehmen steht Home Blaze. Weiß sie nicht, wie ihre eigene Special heißt? Oder. Who knows? Ultra Burst, eine Brandwelle. Also sehen schon, wir können Daiken spielen, wir können Kathrines spielen und offensichtlich können wir auch Verena spielen. Ah ja, Verena Special. Demon Fire, Feuerangriff, Demon Spirit, Dämon Wirbelwind und Final Rage, Entladung des Zornes. Und Ultra Rave, oder? Ultra Rave. Ach, war Kathrines die Schwester?
Ich hab's nicht so mit Namen, aber wenn ich die da gerade so sehe, die Figur, ich glaube, das könnte die Schwester sein. Ne? Energiequelle 50 bis 100 HP ausbrechen, Speicherpunkt, Datensicherheit unbegrenzt. War. Naja. Und Seite 6. Gamepad kompatibel? Wo ist mein, wo ist mein, wo ist mein? Ga! Ich bin ja so ein Gamepad-Spieler, ich bin ja eigentlich ein Konsolenkind. Ah ja. Und was passiert prompt, wenn man einen PlayStation-Controller anschließt an einen PC? Was passiert sofort, ne? Richtig. Der Computer erkennt das Ding als Audio-Ausgabegerät, also habe ich erstmal gar keinen Ton. Ich hoffe, er erkennt es auch nicht als Audio-Eingabegerät, sonst hört ihr mich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber das werden wir mal schnell überprüfen. Nee. Standard bitte wieder. Dankeschön. So, hört ihr mich noch? Test. Ja, ihr solltet mich noch hören. Super. So, wir haben also, es ist also so, so richtig Gamepad-kompatibel. Ist es scheinbar nicht. Das hat, glaube ich, bei Obscura schon nicht funktioniert mit dem Gamepad. Gut, vergessen wir es. Mich ja eh auf Tastatur eingespielt. So, kann man den Stecker auch wieder ziehen, für den Fall, dass er mich gerade gar nicht gehört hat. So, wir haben komische Werbe auf dem Mond zerstört. Unser Schloss wurde von irgendwas unsichtbaren, tentakelmäßigen zerhackstückelt. Und weiter geht's. Ja, noch mehr, Freunde. Noch mehr von diesem Abschaum. Gott, die halten irrsinnig viel aus. Das ist sehr ungewohnt. Aber nicht schlimm. Kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir trotzdem alles hin. Sehr viele Speicherpunkte hier. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Rums. Alles bricht zusammen hier. Was soll der Scheiß? Ganz toll. Wer auch immer mich angreift, wird dafür bluten. Oh, das sind aber viele. What? Oh, nein. Nein, nein. Oh ja, wir segeln hier ganz entspannt drüber. Ran hier! Getakt, aber es sind so hammer viele. Jetzt sind sie nur noch zwei, aber ich habe auch noch Lebenspunkte. Häuserzahlen, wir stehen direkt im Speicherpunkt, wie es scheint. Ja, speichern wir durch. Kein Thema. So, und jetzt, wie lang? Ich muss hier schnellstens raus. Okay, da scheint es nicht rauszugehen. Ne, auf S ist übrigens Special Wechseln. Rage, Wave, Fire und Spin. Rage. Gucken wir jetzt, welches wir nehmen. Dauert nicht lange. Ah ja. Das ist immer wahrscheinlich der stärkste Angriff, aber es dauert mir immer zu lange. In der Zeit, wie sie das ausgehauen hat, bin ich meistens eingekreist. Dash-Energie. Oh, das sah ziemlich fett aus. Fire, das ist glaube ich das, was sie gerade hatten. Ja, feuriger Fernkampf. Und Spin. Ja. Ich glaube, ich bleib bei. War das jetzt Wave? Genau, ich glaube, ich bleib dabei. Das sieht ziemlich nice aus und ja, das war's auch schon. Das sieht ziemlich nice. Okay, schnellstens hier raus. Dann raus. Go! Bam, bam, bam. Wie riesig ist denn dieses Schloss? Wer tut das meinem Schloss an? Was?
Chaos! Das ist nicht wahr. Du kannst unmöglich hier sein. Wir haben dich vernichtet, du verdammtes Pissvieh. Oh, speichern. Oh nein, oh nein. Aua, 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 aua. Wow. Wow. Nicht in Nahkampf mit ihm kommen. Nicht in Nahkampf mit ihm kommen. Ah. Wieder Feigen hinter einer Säule versteckt. Hämmer, 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 hämmer. Oh, was tut er? Was tut er? Nichts. Aua! Aua! Boah, geschehen, ja, keinen Schaden bekommen. Boom! Boom! Oh, der hat die Säulen zerstört. Also die oberen beiden. Oder waren die schon weg? Nee, ne? Komm, dann schritt nicht da! In your face! Oh. Jetzt, in your face! Okay, dann macht er mit dem komischen Angriff um sich herum auf jeden Fall Schaden auf uns, wie es aussieht. Ja! Puh, die Kämpfe gegen Chaos sind meistens wesentlich schlimmer. Bloß so ein weiteres von diesen Schattenviechern. Wer jetzt irgendwas nicht gesehen. Das war's dann mit der Verräterin. Ich kehre nun zum Rat zurück und berichte über ihre Auslöschung, von der du dich nicht überzeugt hast. Hast du, Arschloch, mein Schloss angegriffen? Was? Du lebst immer noch? Sag mir sofort, wer dich geschickt hat. Wir sind der Rat des Chaos. Und du hast uns verraten, Dämon. Was für ein Scheiß redest du da? Hast du geglaubt, Hast du geglaubt, Chaos wäre das höchste Wesen in dieser Sache? Er ist nur einer von vielen gewesen und wir dachten, er würde es schaffen. Doch dann haben sich seine eigene Schöpfung, gegen ihn gewandt. Tja, dumm geritten würde ich sagen. Er wollte alles vernichten. Dumm geritten? Dumm gelaufen? Das macht gar nichts. Denn jetzt ist der Rat aktiv geworden. Wir werden die Knotenpunkte angreifen und das Gleichgewicht zerstören. Das Ende aller Tage ist gekommen. Das werde ich verhindern, ganz egal, was es kostet. Willst du es verhindern? Amüsant. Komm und beuge dich dem Chaos. Weiterhin! Autsch! Oh mein Gott! Macht das? Macht das was? Komm mal drauf. Es geht kaputt, wenn ich drauf hau. Meistens ist das denn gut und soll das so sein. Bums. Ganz schön Aua, der Typ. Autsch. Lauf! Autsch. Ah. Nahkampf darf man mit denen auch nicht. Ja! Lebe ich noch? Nein, ich lebe nicht mehr. Wenn Nahkampf kann man mit denen auch nicht kommen, dann zerreißt er einem auch wieder sofort. Au. Boah, mach gern Schaden, ey. Bums. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn die Bosskämpfe so designt sind, dass halt einfach ja, der Schaden so hoch skaliert ist. Dann sollen sie den Bossen lieber mehr Lebenspunkte geben. Dass man öfters getroffen werden kann, den Boss aber auch öfters treffen muss. Das entschleunigt die ganze Sache ein bisschen. Bums. Oh mein Gott! Boah! Und jetzt geht auch kaputt! Was immer mir das bringt, aber er leuchtet kurz auf, wenn man das macht.
Er greift nur geradlinig. Ein Treffer noch und wir sind wieder Essig. Nein! Immer so ein bisschen kursiv zu ihm stehen. Nein! Bin ich genau reingerannt, ich dachte, er wird schneller mit der Animation fertig. Boom. Aua, aua. Aua. Oh. Kommt doch instant. Man sieht's nicht kommen. Er macht's halt einfach irgendwann in die Richtung, in die er glotzt. Boom. Ja, und berühren darf man ihn auch nicht. Oh, das ist mies. Das ist mies. Autsch, durch den Stein durch. Oh, Wahnsinn. Scheiße. Ja. Ich Nahkampf mit ihm kommen. Das wird ein ewiges Hit and Run. Was? Oh! Das ist ja Endboss-Niveau hier. Ja. Genau in der Sekunde schießt er. Oh Gott, Alter. Das wird mich richtig nerven kosten. Nein! Trotzdem noch erwischt. Oh, Alter. So weit an, das Zeit zählen. Ist doch nicht wahr. Ja, genau in der... Genau, wo ich an ihm vorbeirenne, in dem Moment ballert er. Muss ja nichts machen. Muss hier mal auf Midrange bleiben, das ist hammerschwer. Ja, bumm. Ein Schritt zu dicht dran und so. Alles ist ein bisschen mies. Also, man sieht ja auch nicht, dass er irgendwie den Cast vorbereitet oder so. Er macht's einfach instant. Keine Chance, dem irgendwie auszuweichen. Komm. Oh. Ja, wenn das Gamepad gehen würde, wäre ich ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob das Gamepad geschrieben ist. Ich werde ja öfters mal bei so hektischen Kämpfen irgendwo an irgendwelchen Sachen hängen. Oh, komm schon. Oh, und nochmal.
Versorgung auf Massiv stellen zu. Schnell wieder in die andere Richtung. Ja, geht natürlich nicht da lang. Ah. Der Schwede. Und der lebt immer noch. Ich bin schon keine Ahnung, wie viel nicht nach unten gedreht. Ja klar. Wo kam das denn jetzt her? Da hat er auf einmal viel zu schnell angegriffen im Vergleich zu den ganzen Angriffen davor. Das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Oh Gott. Ich glaube, das gibt meine Tastatur einfach gar nicht her, wie schnell man jetzt hier sein muss, um den ganzen Mist hier auszuweichen. Schon wieder. Manchmal haut er einfach nochmal zwischenzeitlich noch einen Angriff raus. Aus dem. So völlig aus dem Takt. Ich meine, wenn er so krass ist, dann hat er sie nicht direkt angegriffen. Oder. Sondern hat so einen Stuss davor geschickt und völlig sinnlos, dass das Schloss bombardiert. Ja, na klar. Oh Mann, wie soll man das... Ja, nee, also der Boss macht da überhaupt... Also... überhaupt keinen Spaß so richtig. Er ist dafür, dass er der erste Boss ist, so meiner Meinung nach völlig überpowered. Ich meine, der Schaden geht ja schon fast, den er macht. Aber dafür, dass er einen quasi instant tötet, wenn man im Nahkampf mit ihm kommt. Er ist so eine heftige Reichweite. Er hat keiner aus den Kristalle hier machen. Ich gehe mal davon aus, dass er keinen Schaden bekommt, solange die Kristalle da sind. Wird ja auch null drauf eingegangen. Und so viele Lebenspunkte hat und so ein undurchsichtiges Angriffsmuster offenbar. Es ist halt nur die Chance, entweder die ganze Zeit kursiv zu ihm zu stehen und ihn einmal zu hauen oder zweimal, wenn er angegriffen hat. Und du musst ja jeden Zeitpunkt damit rechnen, dass er noch einen von diesen Bällen zwischenzeitlich noch mit raushaut und dir das Ding genau ins Gesicht brät, während du gerade in den Nahkampf willst. Ist so Endboss-Niveau eigentlich. So Dracula-Niveau. Obwohl Outrageous ja auch immer schon so ein bisschen für seine übertriebenen Bosskämpfe bekannt war. Aber bisher ja eigentlich immer nur Chaos als Bosskampf hatte. Kann dem echt nicht. Man muss schon im Vorhinein ganz weit weg sein. Das kommt so instant einfach. Der Ball.
Wow. Jetzt im Nachhinein hat es gar nicht so viel Leben gehabt, wie es mir vorkam, aber meine Güte, nee. Du Miststück. Ich glaub bloß nicht, dass das irgendwas ändern wird. Den Rat des Chaos aufzuhalten, wird dir nicht gelingen. Die Anstrengungen des Wächters, dein Verrat an das Chaos. Einfach alles war umsonst. Klatsch. Halt doch einfach deine. Was ist das für ein Rubin, den er dabei sich trägt? Was zur Hölle? What was that? Ja, speichern wir mal. Daikins Wohnung. Apartment. In welcher Zeitzone sind wir? Also wenn das schon so mit Zeit spielt und uns gerade ein halbes Jahr in die Zukunft geschickt hat, um uns dann wieder in die Vergangenheit zu schicken, erwarte ich jetzt schon zu wissen, wo und wann sind wir jetzt? So, nur noch 10 Minuten, Catherine. Hat er ein neues Bild bekommen? Neues Faceset? Was zum... Catherine, hast du keinen Schlüssel dabei? Verdammt, ich komme ja schon. Puff. Erstmal schön von der Couch gekracht. Was zum... Ja, komm ruhig rein. Verena? Ah, das ist zerstört. Sie ist noch voll mit Blut und Pampe. Wovon redest du bitte? Aber ihr Charset ist nicht voll mit Blut und Pampe. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie rote Stapfen da reinmacht. Alles, was ich hatte, ist zerstört. Nu. Fetten Dämon, nobody cares. Kannst du mir sagen, wovon du redest? Was ist zerstört? Sie kamen aus dem Nichts und haben mein Schloss angegriffen. Mein Schloss ist total vernichtet. Das war mein Zuhause. Irina. Umarmt sie auch noch. Bitte beruhige dich. Und jetzt ganz langsam. Was ist passiert? Der Rat des Chaos ist aufgetaucht und hatte vor, mich zu beseitigen. Was? Rat des Chaos? Aber wir haben diesen Typen doch erledigt. Hat er nicht sogar auch das Schwert entsorgt? Also seinen ganzen Ich bin der Wächterkrempel? Ich glaube schon, ne? Nur ein Handlanger und jetzt ist das wahre Chaos ab. Was treibst du da? Deichen! Es ist nicht das, wonach es aussieht, Catherine. Naja, das würde ich auch sagen. Es ist aber so. Was machst du überhaupt schon hier? Wir haben das Training wegen einer Unwetterwarnung abgebrochen. Tut mir leid, dass ich dich und deine Freundin gestört habe. Das ist nicht meine. Er lässt sie aber halt auch nicht los. Das ist Marina und sie hatte mir geholfen, dich zu retten. Bei der Sache mit Chaos? Oh, vielen Dank dafür. So, by the way. Gern geschehen und wenigstens bist du diesmal kein Phantom. Ich bin echt keine Sorge. Verzeih, ich hatte damals einen Kampf mit in meinem Schloss gehabt. Ist schon gut, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Hab Dank dafür. Was ist hier los? Warum ist sie so weich geworden? Gerade eben hat sie noch rumgefrötzelt wie Sau, dass ihre diese Buchfigur viel zu nett ist. Jetzt hat sie das Wort Danke für sich entdeckt. Seltsam, du scheinst viel netter zu sein, als Duncan immer sagte. Was soll das heißen? Gar nichts. Was? Er hat gesagt, können wir das vielleicht mal lassen? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Über diesen Rubin, den habe ich in einem dieser Pissviecher, den habe ich einen dieser Pissviecher abgenommen. Was zum Teufel? Konntest du damit ein Portal hierher öffnen? Mehr als das. Sie haben darin Zielorte angegeben. Konnte sehen, wo sich der Rat befindet und wo sie angreifen werden. Was haben diese Mistkerle denn vor? Wo wollen sie angreifen? An drei wichtigen Knotenpunkten und danach hier in dieser Zeit. Sie wollen das Gleichgewicht vollständig zerstören. Wer auch immer dieser Rat des Chaos ist,
Wer auch immer dieser Rat des Chaos ist, aber wir müssen sie aufhalten. Ich hätte auf das Aber in diesem Satz verzichtet. Wer auch immer dieser Rat des Chaos ist, wir müssen sie aufhalten. Ich will euch dabei helfen. Klar. Das kommt gar nicht in Frage. Du wirst uns nicht begleiten, Catherine. Glaubst du, ich werde hier einfach tatlos rumsitzen? Duncan! Ich bin dann die Beste in unserem Baseball-Team. Wow, wenn das kein Argument ist. Wir sind ja aber nicht beim Baseball, Catherine. Könntest du auch mal was dazu sagen? Es ist zu gefährlich für sie. Es wird sogar sehr gefährlich. Danke für deine Unterstützung. Da hörst du es, Catherine. Ich habe keine Ahnung, was Baseball ist, aber wir brauchen jede Hilfe. Was? Ernsthaft, Verena? Wir haben keine andere Wahl und müssen gleichzeitig zu den Zielorten. Okay, in Ordnung. Obwohl ich das für viel zu gefährlich für sie halte. Mir passiert schon nichts, Dyke. Natürlich nicht. Aber das sind Monster und du hast keine richtige Waffe gegen sie. Wie soll das funktionieren? Ich kann dir dämonische Energie über den Rubin abgeben. Ja, das klingt sehr gut. Das sollten wir machen. Und es funktioniert ohne irgendwelche Risiken, ja? Du machst dir viel zu viele Sorgen, Arschloch. Hör endlich auf, mich so zu nennen. Und geh vorher mal duschen. Du riechst ja schlimmer als ich nach einer Mission. Was ist dieses Duschen? Das zeige ich dir. Hört dir gefallen. Aber wehe, du bespannerst sie. Ja, genau. Als ob ich sowas tun würde. Mach dich lieber. Anstatt er seine Schwester losschickt, mit der Dämonin duschen zu gehen. Was für ein Scherz, Bruderherz. Ich gehe mich startklar machen. Wow. Gut, du gehst einfach in die Dusche und drehst den Hebel zur Seite. Nach rechts für kaltes, nach links für warmes Wasser. Und das bedeutet dann duschen. Genau, aber zieh bitte vorher deine Sachen aus. Ich werde sie dann in die Maschine packen und... Ja, klar, lass dir Zeit! Wasch erstmal deine Klamotten. Das Chaos macht bestimmt auch erstmal Teeparty. Das können wir uns leisten, dass der was von seiner Schwester anzieht und los. Ich kann sie doch anbehalten, oder nicht? Nun ja, das ginge zwar auch, aber so werden sie nicht wirklich sauber. Wehe, du spannerst, wenn ich mich jetzt ausziehe. Oh Mann, ich werde schon nicht hinschauen. Dreh dich um und schau weg. Geh halt raus! Geh halt raus! Du hast dir doch alles erklärt! Das hatte ich vor, keine Sorge. Und wenn du fertig mit Duschen bist, benutze das Handtuch, was da hängt. Das gehört eigentlich Catherine, aber du kannst es ruhig nehmen. Danke. Oh Mann. Du hast mich und Catherine gerettet und dich gegen Chaos gestellt. Ohne deine Hilfe wären wir damals verloren gewesen. Also danke dafür, Verena. Wir bringen die Sache zu Ende. Und tut mir auch leid, dass dein Schloss zerstört wurde. Dafür werden sie alle bluten. Das werden sie. Egal, wie die Sache ausgehen wird. Klar. Standard. Ich warte trotzdem darauf, dass wir Verena jetzt in einem völlig kitschigen Outfit von Ding. Ah, Catherine, wie cool mit einem Baseballschläger und einem Cappy. Oh, geil. Gut, dann wollen wir mal. Okay, und wie teilen wir uns auf? Ich finde das total geil. Ich würde vorschlagen, deine Schwester übernimmt den ersten Knotenpunkt. An diesem Ort hast du Chaos das erste Mal beseitigt damals. In Ordnung. Ich hatte dir davon erzählt und wie es da war. Boah, es ist gruselig, einfach dieser Satz. Boah, in Ordnung. Ich hatte ihr davon erzählt und wie es da war. Eine vertraute Aufgabe, auch wenn ich selbst dort nie gewesen bin. Ich verlasse mich auf dich und dass dir nichts passiert, verstanden? Behandle mich nicht wie ein kleines Mädchen. Duncan! Ich glaube, gibt es auch irgendwo mal den Namen Daiken, ohne dass da Ausrufezeichen dahinter steht? Nein. Und wenn, dann ist es ein unsichtbares. Ein wenig Sorgen werde ich mir um meine Schwester machen dürfen. Sie wird es schaffen und außerdem hat sie jetzt dämonische Kräfte. Dass wir von dieser Übertragung nichts gesehen haben, finde ich ein bisschen schade. Das wäre irgendwie cool gewesen. Aber stattdessen haben wir Verena duschen sehen. Ja, schon. Ich kann es kaum erwarten, sie gegen diese Mistkerle einzusetzen. Gut, ich werde ja noch überstimmt.
Wird schon schief gehen, Bruderherz. Und wie teilen wir uns auf? Ich nehme den Pfad der Verwüstung. Du übernimmst den schleimigen Teil. Wieso muss ich ausgerechnet in den schleimigen Bereich? Hast du etwas gegen meine Aufteilung einzuwenden, Arschloch? Ich darf mir keine Sorgen machen. Ich darf nichts fragen. Wenigstens das hast du verstanden. Naja, wie auch immer. Brechen wir jetzt auf und retten die Welt. Wartet nochmal. Wie kehren wir zurück, wenn wir den Ort gesichert haben? Wir versuchen gleichzeitig die Orte zu sichern und Verena holt uns dann. Sobald ich fertig bin, nutze ich den Rubin und komme zu dir, Catherine. Danach hole ich unseren Helden ab und wir alle kehren hierher zurück. Moment mal. Was ist mit dem Ort, wo sich der Rat des Chaos aufhält? Darum kümmere ich mich dann alleine. Du willst es alleine mit denen aufnehmen? Kommt nicht in Frage. Sie haben mein Schloss zerstört und dafür werde ich sie auseinandernehmen. Okay, du hast recht. Pass auf dich auf. Ich komme schon klar. In Ordnung, dann brechen wir jetzt endlich auf. Herrje. Ah ja, wir können uns jetzt aussuchen, was wir hier machen. Höhle der Verbannung, Untergrund des Schleims, Pfad der Verwüstung. Wir wählen den Höhle der Verbannung oder den Pfad der Verwüstung und den Untergrund des Schleims. Ja, okay, das ist schon schräg. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Stopp für heute. Das ging ja jetzt schon gut lang, auch wenn das meistens zum Großteil daran lag, dass ich diesen ersten Boss nicht so gut gepackt habe. Aber das sieht hier jetzt nochmal etwas längerwierigen Abschnitten aus, weil jetzt geht das Spiel erst los. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Ich bin besonders auf Catherine gespannt, weil einfach mit einem Baseballschläger, was die wohl für Kombos hat, wie dieses Spiel, ist bestimmt interessant. Verena, ja, ist halt so ein obskurer Abklatsch, wo ich eigentlich sowieso meistens immer nur den Fireball bevorzuge. Und Daiken, gucken wir mal, was Daiken so für neue Sachen drauf hat. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dann, euer Modo. Ciao.